Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Im Bundestag wurde kürzlich eine Petition eingereicht, die den Bundestag auffordert, zu beschließen, Hygieneprodukte für Frauen statt mit 19% mit dem ermäßigten Steuersatz von 7 Prozentpunkten zu besteuern. Soweit, so gut. Da es sich um Produkte des täglichen Bedarfs handelt, ist die Petition nachvollziehbar und die Umsetzung unterstützenswert. Wenig nachvollziehbar ist allerdings, warum DIE LINKE dazu eine Aktuelle Stunde im Thüringer Landtag beantragt. Die Petition ist eingereicht. Die Petition wird im Petitionsausschuss des Bundestags behandelt werden. Warum die Thüringer Landesregierung darüber hinaus noch eine Bundesratsinitiative anstrengen soll, das bleibt ihr Geheimnis. Und Frau Stange, dazu haben Sie sich ja auch nicht geäußert. Vielleicht ist der Grund, dass sich die linke Bundestagsfraktion nicht in der Lage sieht, der Petition zuzustimmen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Grund auch, dass die Linken einmal mehr in populistischer Manier ein Problem aufbauschen und instrumentalisieren wollen, um sich selbst besser darstellen zu lassen. Fest steht allerdings, ja, das glaube ich Ihnen, Herr Blechschmidt, tut Ihnen leid, ne? Fest steht allerdings, dass das Problem der nicht ermäßigten Mehrwertsteuer kein Problem ist, das ausschließlich auf Frauen fokussiert wäre. Nur nebenbei bemerkt, das Ziel der Petition, den ermäßigten Steuersatz für Frauenhygieneprodukte zu erreichen, das teilen wir durchaus, das habe ich gesagt. Aber die Begründung dieser Petition treibt doch, ich drücke es mal vorsichtig aus, so manche Stilblüte. So ist beispielsweise davon die Rede, dass Menstruierende nicht nur, Zitat, systematisch diskriminiert würden, sondern auch meistens Frauen seien. Der menstruierende Mann scheint also die neueste neumodische Erfindung zu sein. Darüber werden sich vielleicht alle im Gender-Dschungel Verlorengegangenen freuen. Ich denke, der heteronormative Teil der Bevölkerung wird allerdings langsam in Deckung gehen. Nichtsdestotrotz ist in der Begründung der Petition darüber hinaus von offenem Sexismus die Rede, was wohl ziemlich weit am Kern der Sache vorbeigeht. Für welche Produkte der ermäßigte Steuersatz gilt und für welche der Steuersatz von 19% ist seit jeher wenig nachvollziehbar. Das wurde schon angesprochen, warum Hundekekse 7% Mehrwertsteuer haben und Kinderkekse aber mit 19% besteuert werden, das weiß kein Mensch. Warum Feinschmeckerprodukte wie Gänseleber, Froschschenkel, Wachteleier, Krebsfleisch, Riesengarnelen oder Schildkrötenfleisch unter den ermäßigten Mehrwertsteuersatz fallen, grundlegende Hygieneprodukte aber mit dem vollen Satz besteuert werden, das ist genauso wenig nachvollziehbar. Hygieneprodukte, und dazu gehören beispielsweise auch Zahnpasta, Zahnbürste, Rasierschaum, Rasierklingen für Männer und für Frauen, Toilettenpapier und so weiter und so fort. Solche Hygieneprodukte gehören zur gesundheitlichen Grundversorgung und sollten daher in Deutschland für jeden zu einem angemessenen Preis verfügbar sein. Das gilt aber auch und vor allem für Kinderhygieneprodukte wie Windeln, für die ebenfalls 19% Mehrwertsteuer fällig sind. Ja, da haben Sie natürlich recht, für Inkontinenzprodukte, Frau Rothebeinlich, sollte das selbstverständlich auch gelten. Und das ist auch kein Witz, Frau Rothebeinlich, das zeigt einfach mal, dass von den Linken diese Bundesratsinitiative viel zu kurz greift, wenn es darum geht. Beim ermäßigten Steuersatz geht es darum, Menschen in ihren Grundbedürfnissen zu entlasten. Und da sollten Familien, Hilfsbedürftige und vor allem Kinder an erster Stelle stehen. Wir als AfD, wir gehen darüber aber noch hinaus. Als einzige Partei in Deutschland wollen wir alle Bürger spürbar entlasten und auch den regulären Mehrwertsteuersatz deutlich senken, und zwar um 7 Prozentpunkte. Wir sagen, es ist Zeit für eine grundlegende Reform. Sollten wir als AfD die Gelegenheit dazu bekommen, werden wir diese grundlegende familien- und bürgerfreundliche Mehrwertsteuersenkung umsetzen. Vielen Dank.